In Bayern haben die Koalitionsverhandlungen zwischen der CSU und den Freien Wählern begonnen. Wichtige Punkte der Gespräche sind unter anderem zunächst finanzielle Aspekte einer möglichen künftigen schwarz-orangefarbenen bayerischen Staatsregierung. Für Markus Söder und seine Christsozialen ist es nach dem Verlust der absoluten Mehrheit eine ungewohnte Situation. Sie werden Kompromisse eingehen müssen. Es ist natürlich jetzt wichtig, dass wir eine stabile, vernünftige Zusammenarbeit bekommen. Da ist wichtig, dass man auch mit gegenseitigem Respekt, aber auch mit der Grundlinie, die Bayern schon bislang vorgegeben hat, es gut miteinander zusammenbringt. Ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Fertig werden, wissen wir ja laut Verfassung, nach 4 Wochen, also vor dem 11. November, müssen wir fertig sein. Ich hoffe, dass wir ein paar Tage eher das hinbekommen. Spätestens eine Woche nach dem Zusammentritt des neuen Landtages, was innerhalb von 22 Tagen nach der Wahl vorgesehen ist, muss über den Ministerpräsidenten abgestimmt werden. Die Verfassung sieht eine Amtszeit von 5 Jahren vor.